Staatliche Programme kommen den Armen auf Kosten der Reichen zugute. So werden viele staatliche Wohlfahrtsprogramme verkauft. Aber ist das wirklich so? Der Ökonom Milton Friedman glaubt das nicht und nennt das den Robin Hood-Mythos. Friedman argumentierte, dass die meisten Sozialprogramme nicht den Reichen etwas wegnehmen, um den Armen zu helfen, sondern der Mittelschicht auf Kosten der ganz Armen und der ganz Reichen zugutekommen. Dies geschehe aufgrund einer einfachen Regel, dem sogenannten Director's Law. In einem demokratischen System werden Gesetze verabschiedet, in dem 51% der Menschen in die eine Richtung und 49% der Menschen in die andere Richtung stimmen. Man könnte meinen, dass die unteren 51% Gesetze auf Kosten der oberen 49% verabschieden, aber das ist selten der Fall. Director's Law bedeutet, dass die unteren 51% nicht nur weniger Glück haben, sondern auch weniger in der Lage sind, sich zu organisieren, um politisch erfolgreich zu sein. Die oberen 51% können ihre Macht nutzen, um die Politik zu kontrollieren. Aber sie sind per Definition auch am zufriedensten mit dem gegenwärtigen Zustand. Daher sind sie oft die Letzten, die politische Veränderungen anstreben. Die effektivsten Politiker kommen aus der unteren und der oberen Mittelschicht. Das sind die Menschen, die lesen können, die Nachrichten schreiben, die ganz Reichen beneiden und die politische Veränderungen wollen. Und welche Politik wollen sie? Wohlfahrtsprogramme für sich selbst. Eine berühmte Politik, die sich durch fast alle demokratischen Gesellschaften zieht, ist die staatlich finanzierte Hochschulbildung. Sie wird mit dem Argument verkauft, allen gleiche Bildungschancen zu bieten. Aber was sind die Fakten? Wer profitiert wirklich davon? Wer studiert an öffentlichen Hochschulen? In der Regel sind es Menschen aus der Mittel- und Oberschicht. Gelegentlich kommt auch jemand aus der Unterschicht, aber das ist nur ein kleiner Teil. Kinder aus Familien mit mittlerem und gehobenem Einkommen besuchen oft am längsten öffentliche Bildungseinrichtungen, erwerben neue Fähigkeiten und bauen starke Netzwerke auf, die es ihnen ermöglichen, besser bezahlte Jobs zu bekommen. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zahlen dafür, auch die Eltern am unteren Ende der Einkommensverteilung, deren Kinder wahrscheinlich nicht aufs College gehen und wenn doch oft abbrechen. Friedman beschreibt die staatlich finanzierte Hochschulbildung als ein Programm, bei dem die Menschen in Watts Steuern zahlen, damit die Kinder aus Beverly Hills aufs College gehen können. Was denkt ihr? Hatte Friedman recht? Und wenn ja, was ist eine gute Alternative, um in einer Demokratie Chancengleichheit zu schaffen? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren unten mit und lest die Beschreibung, um mehr über Friedman und unsere Arbeit zu erfahren.